Build a Yard. Das hier wird die Schauer. So, und zwar werden wir jetzt hier das Ganze eben so abgrenzen. Naja, okay, Moment. Außer da und da. Da kommen dann Türen rein. Dann müssen wir hier Drains hinmachen, damit das Wasser nicht rausfließt. CCTV können wir noch nicht. Requires Entrance. Was habe ich denn hier gemacht? Das required einen Entrance, okay. So, den Raum weg, dann machen wir das so. Ist ein bisschen doof jetzt. Bulldose mal die Mauern weg. Obwohl, das geht nicht. Ah, was machen wir denn jetzt? Können wir das nicht so machen? Ja, können wir. Da müssen wir nachher halt die Wände wieder aufbauen, aber das kennen wir ja schon. Genau. Genau das. Also machen wir hier wieder eine Brickwall und hier eine Brickwall hin. Warum ist da noch Erde drunter? Ach, jetzt bauen die das doch ab da. Aber ich kann hier trotzdem... Kann ich nicht? Construct Concrete Floor. Zweimal gescheitert, okay. Also da liegt schon ein Auftrag dafür. Oder was? Moment, müssen wir gerade mal gucken hier. Ne, es funktioniert anscheinend nicht. Dann müssen wir das Ganze nochmal so machen. Und gucken, dass das funktioniert. So, hier haben wir Foreman Office und so. Yard. So, dann müssen wir noch gucken, dass wir hier ein paar Lichter aufstellen. So, jetzt haben wir da auch Concrete Floor. So soll es aussehen. Sehr schön. Man hat natürlich einiges an Müll produziert hier. Aber das macht ja auch nichts. So. Haben wir zwei Holding Cells. Jetzt müssen wir nur gucken, wie bauen wir jetzt Kantine etc. Wir könnten natürlich die Dusche was verkleinern, aber nein, das ist zu klein eigentlich. Okay, das sieht ein bisschen komisch aus, egal. Jetzt machen wir hier Rooms Shower. Das sieht natürlich kacke aus, so. Macht aber nichts, da können wir jetzt nichts dran ändern. Aber das hier können wir da rausmachen dann. Das ist halt jetzt unser Eingang in die Dusche. So, dann... Showerheads. Das Ganze ist ja leider... Ist ja symmetrisch. Dann würde ich sagen... da sind, haben wir nur drei... Machen wir hier dann so einen Block? Ne, ist auch doof. So würde ich sagen. Bauen wir das Ganze dann... So. Und hier nur ein... Hier... Und das dann bis da. Obwohl, die beiden können wir auch weglassen. Ja, so ein bisschen designtechnisch müssen wir natürlich auch arbeiten. So. So finde ich das nett. Das sind natürlich viel zu viele Duschköpfe, das seht ihr wahrscheinlich auch. Aber dann haben wir zumindest eine Dusche, die den Massen an Gefangenen, die wir irgendwann mal hier drin haben wollen, gewachsen ist. Ja, und am Eingang machen wir nichts.
an Schauerköpfen, weil das ist unnötig. Duschköpfen, warum sage ich Schauerköpfe? Das ist ja Denglisch. Required Showerhead, okay. Dann müssten wir aber vielleicht noch ein Licht anbringen, hier und hier. Und da vielleicht noch, weil die hier sind nicht wirklich gut platziert. Machen wir da noch, nee, da und da und da und da noch eins hin. Und dann würde ich sagen, können wir die hier abnehmen. Ja, nee, das muss drin bleiben. Wie schon gesagt, dass sie das abnehmen sollen. Das abnehmen sollen. Gut. Dann können wir eigentlich noch ein Licht da hinsetzen. Damit das Ganze auch symmetrisch beleuchtet ist. Da setze ich jetzt normalerweise nicht so viel Wert drauf, aber in der Dusche jetzt war das nötig, weil hier oben zu dunkel wird. So, jetzt haben wir natürlich... Ah, falscher Knopf. Kein Wasser hier. Ich würde sagen, da hinten kommen ja auch noch bestimmt Sachen hin. Also legen wir Large Pipe noch so und noch so. Und dann so, 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 so. Und dann von hier so. Und von hier so. Und der hier braucht ja nicht mehr viel. Ansonsten sollten wir dann alle versorgt haben. Jetzt haben die natürlich wieder einiges zu tun. Wir machen das Ganze mal ein bisschen schneller. Duschen haben wir. Und jetzt halt fehlen uns nur noch Küche und Kantine. Müssen die Sachen alle holen hier. So, jetzt muss ich noch gucken. Also hier will ich die Zellengänge hinmachen. Hier einmal rundherum. Dann würde ich sagen, dann schließen wir das tatsächlich einfach hier hinten an. Und zwar müssen wir gerade mal gucken. Kantine und Küche sind egal wie groß. Dann machen wir eine längliche Küche hier. Damit die auf beiden Seiten arbeiten können, würde ich sagen, ja, 4 ist eigentlich okay. Also 4 Meter breit, das hier also 5. So. Ja, so sollte okay sein. Da müssen wir natürlich auch eine Tür reinbauen, und zwar eine machen wir jetzt am besten 2 Stuff Doors, eine oben und eine. Das sieht dumpf aus. Dumpf sieht das aus. So. Genau. So, der Yard ist auch okay. Das erweitern wir noch. Zellenblöcke müssen wir dann mal gucken. Ja, genau, dann müssen wir nur den Yard auch schon vergrößern. Und zwar ist der ja 6 breit, nicht wahr? Das bedeutet Planing 2, 4, 6. Stimmt das? Ja, stimmt. Also bis 2, 4, 6 bis da. Nicht wahr? Gut, dann bauen wir das so. 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 Das Ganze muss hier oben genauso aussehen. 3, 3. Also so. So und so. Okay. Hier kommt die Küche hin. Die müsste gleich fertig sein. Es ist so dunkel. Aber ich möchte jetzt an diesem Morgen noch keine Prisoners haben, wenn ich noch keine Küche und Kantine habe. So, dann das Ganze können wir dann hier demolieren. Okay, da oben, das ist fertig. Jetzt müssen wir gucken, wie breit machen wir die Kantine. Also, die soll so aufgebaut sein. Bank, Tisch, Bank natürlich. Und dazwischen am besten ein
Zweier- oder Dreiergang? Oder machen wir die direkt ganz groß? Ich muss gerade mal gucken. Nein. Planning. Wie breit sind die Teile? 4. Okay. Die sind 4 breit. Also 1, 2, 3, 4. Bank. Bank. Dann können wir hier wieder eine Bank hinmachen. Mit einem Tisch. Bank. Mit einem Tisch. Bank. Bänke. Und eine Bank. Das geht genial auf. Das ist schon mal gut. So, dann machen wir das Ganze hier nochmal. Und wahrscheinlich dann nochmal. Wir machen eine etwas größere Kantine. Ich möchte das Ganze einfach als ein großes Gefängnis haben. So. Jetzt müssen wir nur gucken, wir müssen ja auch noch Serving Tables hinstellen. Ne, Morgio Slab ist was anderes. Serving Tables. Die sind 5 breit. Müssen wir mal gerade gucken, kann man die denn gut so platzieren? Das sind 2, 3, 5. 2, 3, 5. 2, 3. 2, 3, das müssen dann so 5 sein, ne? Ja, das heißt, wenn wir das Ganze noch 2 nach hier verschieben, ginge das Ganze sogar gut auf. Muss man nur gerade mal schauen. 5. 5, super. Dann bauen wir die so dahin. Also muss das Ganze bis da sein. Und das Ganze geht nicht super auf, weil hier ist eine Wand. Okay, also machen wir das noch alles weg hier. Habe ich falsch angefangen. So. Also jetzt geht es mir nur noch mal um die Aufteilung. Und so. Ist ja an sich auch okay. Ja gut, ist kein Ding. Machen wir auf jeden Fall dann eben so hoch und bis hier breit. So, das sollte ich ja jetzt weiter sehen können, ne? Genau. Zack. Und so soll das gebaut werden. Dann haben wir noch Large Jail Door. Ah, da habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht. Wo machen wir die Eingänge hin? Eigentlich reicht ein... Das brauchen wir noch. Das brauchen wir noch. Eigentlich reicht ein Eingang. Wir haben ja diese Fünfertische hier. Die wollen wir ja an der Seite hier platzieren, also da. Und an der Seite... Ah doch, das ist super. Dann können wir nämlich an der Seite einfach sagen, gut. Machen wir 2 Jail Doors, nämlich eine da und eine... Nein, nicht da, da. So, dann haben wir eine recht große Kantine. Und dann fangen wir schon mal an, die Küche auszustaffieren, damit unsere Köche auch mal anfangen können. Kitchen. Und zwar benötigen wir Fridge. Und Cooker. So. Sink brauchen wir noch. Ja. Bauen wir hier noch. Wie rum ist denn das? Ein Fridge. Und ein Cooker hin. Und dann sollte das auch schon ausreichen. So, dann haben sie auch gleich hier das fertig. Jetzt müsste der eigentlich, wenn er da oben eingebaut hat, jetzt so flupp. Oder warten die bis... Ja, genau, okay. Zack. Sehr schön. Oh. Jetzt müssen wir hier weiterbauen, weil... Also hier angrenzend wieder 4, ne? Also 4, 5. Dann müsste ja so, müsste das dann aussehen. So, da oben fehlt schon Strom. Ach, nein. Da oben fehlt schon Strom. Dann machen wir den Strom noch weiter hier rein. Und auch das weiter hier rein. Allerdings werden wir das Wasser nur hier und da brauchen.
Ach je, wie die Zeit verfliegt, wenn man hier so ein Ding baut. Und dann staffieren wir die Kantine aus. So. Okay. Benches. Eine. Zwei. Nein. Wir haben eins zu klein gebaut. Oder? Nein, nein. Doch, da möchte ich zwei Rand haben. Dann einen dazwischen frei. Dann einen dazwischen frei. Das ist ein Rand. Ah! Das ist doof. Das ist doof. Dann müssen wir das eins erweitern hier. Die Dinger hier dismanteln. Und die Türen da, da einbauen. Und dann haben wir da oben Benches. Und hier unten. Und dann kommt das Ganze hier so hin. Und ja, ich sehe, dass ich kaum noch Geld habe. Das macht aber nichts. Denn dann holen wir uns gleich die ersten Gefangenen. Oder wir können sie reinlassen. So. Genau, so sieht es auch schon besser aus. Rooms. Canteen, bitte eins erweitern. Danke sehr. Und dann, ich hoffe, das ist alles so richtig. Serving Table. Wie rum gehören die? Weiß das einer? So, ne? Macht Sinn. So. Ach genau, wir brauchen auch noch Strom hier unten. Warum liegt hier Stromkabel? Naja, was soll's. Gut. Gut, gut. Hätten wir das auch, dann haben wir eigentlich alles. Wenn die Kantine, sobald hier dann noch ein Tisch drin steht. Ah ne, wenn hier ein Serving Table drin steht. Dann haben wir das. So, der Yard müsste eigentlich nicht mehr legal sein, meiner Meinung nach. Aber okay. So, jetzt können wir dann auch den Yard hier wieder zumachen. 5, 6, also hier. Der Raum ist ja jetzt, sollte ja jetzt richtig sein. Also müssen wir hier zubauen. Ne, wenn ich hier richtig informiert bin, müsste das dann so aussehen. Okidoki, dann können wir auch den Yard ausdehnen. So. Und dann haben wir Platz für Zellen und so weiter. So. Secure behind at least one door. Genau. Der Yard ist nicht mehr legal. Richtig. Aber das sollte sich jetzt ändern, sobald die hier anfangen zu arbeiten. Jetzt müssen wir hier Kohlen unten noch bauen. Und zwar hier eine Wand und dann eine Wand rein. Und dann Rooms. Office 1 und Office 2. Und dann stellen wir einen Chief. Wir haben nicht genug Geld dafür. Bureaucracy Finance müssen wir noch unlocken. Dann kriegen wir auch Geld hier. Ein Chief. Ja, davon brauchen wir auch zwei. Damit die hier das alles aufräumen, weil das Ganze geht ja schon kaputt hier. Und ich finde, das sieht immer eklig aus, also machen wir das so. Da fehlen noch Stromkabel und sie sind aber jetzt gerade noch fleißig hier am Bauen. Machen wir gerade mal auf schnell, dann sind die damit schneller fertig. Brick Walls sind auch da schon gesetzt, okay. Dann, Office Desk, Office Desk. Chair, Chair. Und natürlich noch so ein Aktenschrank. So, dann erforschen wir den ganzen Quack jetzt schon. Das ist schon mal gut. Ah, und die räumen da drin schön auf. Das ist super. Wobei wir wahrscheinlich dann auch noch Groundskeeping haben müssten. Um das hier draußen zu haben. Autosaving. Ah, okay. Deswegen leckt das gerade.
So, dann bauen wir noch gerade hier Outdoor-only Paving Stone. Genau, dann machen wir hier 4. Und dann würde ich sagen, machen wir hier 3 außen. Innen. Dass die hier innen an dem inneren Rand quasi Paving Stone haben und außen machen wir dann Gras oder so. Designtechnisch. Okay. So, der Yard beschwert sich immer noch, weil er immer noch nicht hinter einer Tür ist. Und was beschwert sich hier? Kitchen nicht. Kantine nicht. Was ist denn das? Serving table failed one time.